Mit Quick Look kannst du am Mac schnell den Inhalt von Dateien anzeigen, ohne diese erst mit einem Programm zu öffnen. Das spart Zeit und funktioniert so. Normalerweise startest du ja eine Datei per Doppelklick. Dann wartest du, bis das entsprechende Programm gestartet wird und kannst loslegen. Aber wenn du wirklich nur wissen möchtest, ob das überhaupt die richtige Datei ist, dann markiere die Datei mal mit einem Klick und drücke die Leertaste. Und jetzt siehst du eine kurze Vorschau. Genau das ist Quick Look, quasi ein schneller Blick auf den Inhalt der Datei. Und das geht natürlich viel schneller, weil kein Programm gestartet werden muss. Mit der Leertaste schließt du die Vorschau auch wieder. Wofür ist das sinnvoll? Wenn du die Datei schon kennst und sowieso öffnen willst, dann brauchst du auch keinen Quick Look, klar. Aber Quick Look ist total sinnvoll, wenn du mehrere Dateien mal eben durchschauen möchtest. Also zum Beispiel beim Suchen oder Aufräumen. Nehmen wir an, ich suche ein bestimmtes Foto. Dann markiere ich das erste Bild im Finder und drücke wieder die Leertaste. Und jetzt kann ich auf der Tastatur über Pfeil nach unten und Pfeil nach oben durch die Fotos blättern, bis ich das passende gefunden habe. Im Vorschaufenster hast du sogar noch mehr Möglichkeiten. Oben rechts befindet sich das Teilen-Symbol und darüber kannst du die Datei direkt per Nachricht oder E-Mail versenden. Und links daneben gibt es einen Knopf, um sie im passenden Programm zu öffnen. Unter Mojave, also macOS Version 10.14, hast du sogar noch mehr Optionen und kannst mit Quick Look zum Beispiel auch Fotos direkt ein bisschen bearbeiten. Übrigens, wenn du mehrere Dateien markiert hast und dann die Leertaste drückst, dann bekommst du hier oben links noch zwei Pfeile, um wieder durchzublättern. Das geht auf der Tastatur auch mit Pfeil nach links und rechts. Aber zusätzlich hast du jetzt hier oben eine Indexseite und da siehst du wirklich alle markierten Dateien und kannst vielleicht noch schneller die gesuchte Datei finden. Nächste Baustelle, das Download-Verzeichnis aufräumen. Ich schaue mir wieder unbekannte Dateien mit Quick Look an und wenn ich die behalten möchte, dann verschiebe ich sie einfach in das passende Verzeichnis. Alles, was ich nicht mehr brauche, das schmeiße ich in den Papierkorb, entweder per Maus oder über die Tastenkombination Befehlstaste und Rückschritt-Taste, also die Taste über Enter, und dann landen die auch im Papierkorb. Bei manchen Dateien klappt Quick Look einfach nicht. Hier wie zum Beispiel bei diesem Disk-Image, aber bei vielen anderen schon. Ich kann zum Beispiel MP3-Dateien vorhören, ohne die in iTunes importieren zu müssen, und auch Filme betrachten. Hier wie diesen Quicktime-Film und dann siehst du hier unten eine Zeitleiste und kannst sogar vor und zurück springen in dem Film. Und das klappt sogar bei exotischen Dokumenten. Ich habe hier ein Pixelmator-Dokument. Pixelmator ist ein Bildbearbeitungsprogramm und weil ich das bei mir installiert habe, wurde auch ein sogenanntes Quick Look Plugin installiert und damit kann ich solche Dateien auch in der Vorschau betrachten. Mir spart Quick Look wirklich ein bisschen Zeit und ich hoffe dir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!